Indonesien eine formale Protestnote wegen der Grenzübertritte von US-Truppen in Osttimor versandt. Und wenn uns die indonesische Regierung weiter im Kampf gegen den Terrorismus behindert, hat den Daradan Doa erfolgreich aus Osttimor vertrieben und einzelne Widerstandszellen zerstört. Die Probleme in Indonesien sollen in Kürze gelöst sein. Erhielten US-Truppen für begrenzte Einsätze auf indonesischem Gebiet, allerdings unter der Leitung Lambert, was soll ich mit zwei Babysittern? Ich bin doch ein großer Junge. Sam, diesmal müssen wir eng mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten. Es gibt eine Verbindung zum Bankkonto von South Laptop. Eine große Summe ging an einen Wohltätigkeitsverein. Tarnung für eine syrische Terrorzelle in Jerusalem. Ich wusste, dass der Pinguin ein Wohltäter ist. Weiter? Einzelheiten gibt es, wenn du vor Ort bist, du großer Junge. Okay, nächstes Level. Geuler Straßenmarkt, Jerusalem, Israel. 5. April 2006, 1:01 Uhr. Identifizieren Sie den biologischen Kampfstoff. Sir Ekelon hat eine Verbindung von Suandi Sadonus Springfield Example zu einem Schwarzmarkt-Deal mit einem unbekannten biologischen Kampfstoff herstellen können. Kontaktieren Sie die israelische Agentin Dahlia Tal, damit sie unauffällig auf dem Schwarzmarkt einschleust. Los geht's. Gut. Ah! Oh, hast du mich erschrocken. Willkommen in der heiligen Stadt, der Geburtsstätte von Judentum, Christentum und Islam. Hier haben Liebe und Frieden also ihren Ursprung. Genau, und der Frieden des heutigen Abends. Aufgrund wiederholter Überfälle haben die Behörden eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Straßen dürften also leer sein. Klasse. Je weniger Zivilisten, desto einfacher mein Job. Auf dieses Level freue ich mich sehr besonders. Es macht richtig, richtig Spaß. Es ist richtig gruselig im Anfang zu stellen. Das sieht nach einem heiklen Auftrag und aus. Und bockt richtig. Brandon verhandelt mit dem lokalen Geheimdienst. Und ist auch richtig, richtig schwierig. Viel besser. Shin Bet. Ich bekomme Gänsehaut. Wen sollen wir foltern? Niemand. Polizist. Zuerst einmal solltest du dir dein SC-20K besorgen. Wäre es sinnvoll, es mir einfach zu geben? Wir mussten den Lauf überarbeiten lassen. Nur ein Mann in der Gegend war dazu in der Lage. Ein alter Waffendealer und CIA-Freund. Er arbeitet im Hinterteil eines kleinen Ladens. Er wartet auf dich. Details auf deinem Offset. Puh, das war gerade ziemlich knapp. Aber wir haben es geschafft. Und Leck begrüßt uns wieder. Hallöchen, Leck. Na, wie geht's dir? Immer noch schön am Nerven heute, hm? Ja, Leck, ist ja gut. Ich weiß, du willst nicht, dass wir Let's Plays aufnehmen und so. Ja, Copyright und so ein Scheiß. Ja. Aber jetzt, ja, komm. Geht nach und hör auf mit einem FPS zu laufen, ja? Sonst muss ich sehr, sehr wütend auf dich sein. Ah, danke, hört sogar auf mich. Cool. Okay, das Coole an diesem Level ist es Stopp. Teilweise ist es sehr stockdunkel. Bitte nicht. Hab dich. So, das Spiel den Guild. Nee, warte, ich kann kein Arabisch. So, ich schlag die mal hier, ne? Je weniger Zivilisten gefährdet sind, ist einfach mein Job. So. Und weiter geht's. Ja, wir laufen durch die Straßen Jerusalems! Da kommt jemand! Darf ich jemanden töten? Ich glaube nicht. Polizisten erschießen geht schon als Straftat, kann man sagen. Okay, ich verstecke mich mal vor dem. Vielleicht kann ich den irgendwie überrempeln. Okay, er geht irgendwo anders hin. Okay, ich darf niemanden töten, ganz wie ich es mir gedacht habe. Verdammt! Was habe ich da getan? Egal. Habe ich gepfiffen? Was habe ich mir dabei gedacht? Naja. Nein, hier ist es. Oh Gott, hier ist... Halt die Klappe! Fischer,
Du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Die Wunden weg. Toll. Ich würde den jetzt am liebsten abknallen, aber ich darf nicht. Ich will aber töten. Das ist doch der Sinn eines Shooters. Töten! Deswegen spielen alle Amokläufer auch Ego-Shooter. Ich habe zwar keine Ahnung, wie wir das gerade gemacht haben, aber wir haben es gemacht. Und es war erfolgreich. Ihr kommt damit her. Ich weiß nicht, was die richtigen Saves jetzt zu machen oder ein Quick-Save. Ja, komm, ich riskier's. Schnapp ihn dir oder so. So. Allah. Okay, Allah hat geausgallert. Ich muss vorsichtig sein mit dem, was ich sage, sonst sprengen mich Terroristen noch eines Tages noch weg. Eieiei. Okay, ich mache hier einen Safe State wieder. Das ist Level 4, 1, ne, Level 4, 0. Unglaublich, das sind schon Level 4. Nicht schlecht eigentlich. Können wir uns schon die Level anschauen, wie viele Level wir noch machen müssen? Ja, leider nicht. Okay, wir sind auf jeden Fall Level 4, müssen wir nicht wissen. Aber ich kann euch sagen, dieses Level dauert sehr lange. Und wir werden hier einige Parts daran hängen. Oh Gott, da kommt noch einer. Alter, geh weg! Ey, Alter, lass mich durch, ey! Okay, er geht weg. Ey, hab ich gesagt, Döner, ich hab Döner, ich will Döner, gib her! Döner! Fuck, das sind mehrere. Ich lock die mal mit einem Döner her. So, wo geht's jetzt? Ah, das ist ein Rohr, okay. Hab ich noch... ist das ein Rohr? Nee, das ist nur so ein Ding. Das ist so eine Kante. Dieses Licht, das klingt sich aus. Es ist nerviger als ein Lied im Radio. Ein unglaublicher Vergleich, aber es stimmt auch. Hey, Julio, geh weg! Nein, geh nicht dahin! Ey! Verdammter Rabbi, geh weg! Ich habe einen Juden erschlagen, das ist immer was Neues. Oder das ist doch ein Jude, oder? Sieht aus wie ein Jude, wie so ein Rabbi. Naja. Ich glaube, hier ist es eigentlich ganz dunkel. Hier können wir uns gut vorbeischleichen. Und, okay, hier ist ein zweiter Rabbi. Hey, Alter, Rabbi, komm her! Hab dich! Nö, was geht? Hm? Ich tue ihn lieber mal abseits von diesem Hof hier, weil der patrouilliert da, dieser Wachmann. Wenn er dann einen Kopf entdeckt, dann haben wir auch verloren. Nicht vergessen, ne? So, er bleibt still, das ist gut. Und der kommt her! Geh weg! Du, geh weg, ja? Ja gut. So wollte ich es eigentlich nicht machen, aber wir haben es geschafft irgendwie. Das ist auch was zählt. So. Safe. Und wieder vorsichtig sein. Was steht da? Via Dolorosa. Da gibt es so einen Formel 1 Fahrer, Pedro Della Rosa. Ne, Pedro Della Rosa ist der. So, ab geht's nach oben! Oh, geht nicht. Ah, hier geht's weiter. So, ein paar Röhre verlegen. Na, verlegen nicht direkt. Hochsteigen. Erklimmen ein paar Röhre. Ach komm, da ist noch so ein... Ich gehe ja schon. Ah. Ich sagte sofort. Huch, wie wär's mit weggehen? Du stehst hier ziemlich ungünstig, wenn du da rausschaust, ja? Und ich kann es dir nicht auf Arabisch sagen, weil ich kein Arabisch kann. Falls ihr Arabisch könnt, dann sagt mal diesen Typen, er soll weg, woanders hinschauen. Und schreibt es so als Kommentar. Das würde mich mal interessieren. Rein können wir nicht. Das ist nicht gut. Da liegt eine Waffe da unten. Oder nee, das ist eine Flasche. Sieht aus wie so eine Waffe. Naja. So, lass dich mal fallen. So, das war zu gut. Hier ist eine Kiste da, dann können wir uns gut verstecken. So, okay. Jetzt haben wir schon mal gut geschafft eigentlich. Also beim ersten Mal durchspielen hatte ich viel mehr Probleme in diesem Spiel. Aber beim zweiten Mal durchspielen, da kennt man ja schon die Schlüsselstellen, wie es weitergeht. Da ist es viel leichter als beim ersten Mal. So, da geht's weiter. Okay.
Okay, das ist wieder ein bisschen schwierig, da gönne ich mir ins Quick Save. Und erstmal locke ich den da weg von diesem Punkt, ja. Wer ist das? Eine Flasche. Da ist Eminem, er crackt eine Bottle. Wir haben keine Wahl. Sie müssen sterben. Komm, bitte stillhalten. Stillhalten. Vorsicht. Ich dachte Vorsicht. Okay, noch mit. Was hast du getan? Guter Gott, Fischer. Was zum Teufel machst du? Die Mission ist beendet. Ich bin nicht mal sicher, ob ich dich zurück in die... Wir wollen nur die Waffen und das Geld, Saul. Wir würden auch dein Leben nehmen, aber... Wir haben keine Wahl. Sie müssen sterben. Hab dich. Boah, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Und ich hatte uns der Waffen jetzt nicht bemerkt irgendwie. Ja, es beruhigt dich. Ich will nur mit dir reden. Berkowitz? Gott sei Dank, Sie kommen im richtigen Augenblick. Sie sind Mr. Bruntons Mann, oder? Wer waren die? Diebe. Normalerweise traut sich niemand an mich ran. Schon gar nicht in meinem Laden. Ich sollte ein paar Anrufe tätigen. Sie haben etwas für mich? Ja, nur eine Kleinigkeit verglichen mit dem, was ich Ihnen schulde. Yay, yeah, jetzt kriegen wir unsere SC20K. Yippie, yippie. Hä? Aha. Warum hat er sie nicht einfach genommen und sie benutzt, um die Diebe zu vertreiben? Naja, egal. Dankeschön. Gut. Fühlst du dich besser mit deiner Waffe in der Hand? Viel besser. Ringgeschoss, auch cool. Dein nächstes Ziel heißt Dahlia Tull. Brandon. Miss Tull ist eine Shin Bet-Agentin, die bei lokalen Terrorzellen eingeschleust wurde. Durch sie wissen wir mehr über die Terrorverbindungen des Norman Soth. Das ist eines der interessanteren Brückchen aus Soth Laptop. Finde Dahlia und sprich mit ihr. Infos auf dem Upset. Na gut. Ach, der ist... Der regt mich langsam auf. Hey, du! Aller hasst dich. Er will, dass du stirbst. Oh Gott, jetzt hassen mich die Terroristen auch. Ich sollte, wie gesagt, vorsichtig sein mit dem, was ich sage. So. Sonst werde ich noch den Rahmen sprengen. Oh Gott, Terroristen, jetzt sind sie nicht lustig. Keine Ahnung, es gab heute Morgen einen Zwischenfall im Christenviertel. Was Ernstes? Sehr ernst, aber nicht so schlimm wie letzte Woche. Das reicht jetzt. Mein Gott, diese Stadt wird immer gefährlicher. Auf jeden Fall. Da schießen schon die Wachmänner auf unschuldige Agenten. Oh Gott! Nein! Nein! Alter, ich sollte nicht so riskante Sachen machen. Okay, wenn ich noch mal so eine scheiß riskante Sache mache, dann hasse ich mich. So, leg ich du mal schlafen hier. Du kannst froh sein, dass ich jetzt nicht abgeknallt habe, weil ich mich erschreckt habe. Ja. Okay, ich sollte lieber hier mal runtergehen, so. Hier, was ist... Hier ist nichts. Okay. Aber schöne Aussicht eigentlich, ne? Eine schöne Aussicht auf die jüdisch-christlich-islamische Stadt. Und da ist eine Moschee da hinten. Ist ja mal ganz schön. Naja. Geht's hier runter? Ja, hier geht's überall runter. Wenn man es halt überlebt, ne? Ich schau mal nach, wie es hier weitergeht. Lalalala. Ich habe ihn gefunden! Yay! Yeah. Okay. Okay, laden wir das Ganze mal neu. Ein kleiner Joke für zwischendurch. Hm, hier ist anscheinend überhaupt nichts, oder? Ich meine, dieser Ort wird nicht umsonst hier sein, oder? Keine Ahnung. Hm. An diesen Ort kann ich mich nur schwer erinnern, als ich zum ersten Mal durchgespielt habe. Wahrscheinlich so schreckliche Erinnerungen, dass ich es verdrängt habe. Ah! Wow! Ach, der! Du, ja? Er schreckt mich doch nicht so. Ich dachte schon, es wäre ein Polizist, aber da war es nur ein Bürger oder ein Zivilist, whatever. Ich schleiche durch die Stadt Jerusalems. Jerusalems. Du, geh, schrei mal nicht so rum, ja? Du wächst doch dein... Nee, du wächst doch diese... Die Leute auf, ja? Die Leute, die wollen schlafen und du schreist einfach rum. Also, psst.